Super Bowl in Tampa, Florida. Trotz der Corona-Pandemie steigt hier das Finale der Football-Liga NFL. Vor Beginn des Spiels wird ein Video gezeigt, in dem die junge Dichterin Amanda Gorman ein Gedicht mit dem Titel »Chorus der Kapitäne« vortrug. In dem Gedicht ehrt Gorman eine Erzieherin, eine Krankenschwester und einen Marineinfanteristen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Super Bowls, dass eine Dichterin oder ein Dichter auftritt. Gorman war im Januar durch ihren Auftritt bei der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden weltberühmt geworden. Damals hatte sie in einem Gedicht das Land zur Versöhnung aufgerufen. In der Halbzeitpause liefert der kanadische R&B-Star The Weeknd eine spektakuläre Show ab. Dabei singt er unter anderem seine Hits Starboy, The Hills und I Feel It Coming. Den Titel holen die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady. Es ist das erste Mal in der Geschichte der NFL, dass das Heimteam im eigenen Stadion den Super Bowl gewinnt. Die Zuschauerzahl im Stadion war wegen der Pandemie stark beschränkt. 25.000 Zuschauer waren anwesend. Das Stadion hat Platz für 65.000 Menschen.